So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Eternal Eyes. Mittlerweile im siebten Stock des Villet-Turmes auf der Villet-Insel. Villet-Insel, Villet-Turm. Och ne, jetzt haben wir schon wieder hinten die hüpfenden Steinplatten. Aber andere Farbe. Müssen wir gleich mal gucken, wer das ist. Schauen wir mal nach. Erstmal, was wir jetzt hier haben. Defensor. Okay, 255 Defense, ausgemaxt. Aber so gut wie keine Magic Defense. Das heißt, die sollten nicht unbedingt die schwersten Gegner sein. Zumindest für dieses Team. Dr. Egg. Sind wir jetzt bei Sonic angekommen, ja? Haben wir es jetzt geschafft? Wahrscheinlich haben sie nämlich nur nicht Dr. Eggman genannt, weil der Name zu lang war dafür oder so. Wir haben unseren Banri. Auch eine ziemlich, ziemlich hohe Verteidigung, aber. Also, was heißt ziemlich, ziemlich hoch? Ausgemaxt halt. Aber keine Möglichkeit für den das. Wie heißt es jetzt? Nicht so eine hohe Magieverteidigung. Himmel! Wieso fallen mir jetzt auf einmal Worte? Ich kann nicht mal mehr reden. Naja. Wenn man nicht mal mehr reden kann oder richtig lesen, wenn man nicht mehr auf Buchstaben klarkommt, einfach mal ein gutes Buch lesen. Sieht man ja, was sonst passiert. Es gibt die Rache der Bücher. Da fliegen dann die Buchstaben um die Ohren. Was gar nicht mal so wenig Schaden gemacht hat. Also, da bin ich jetzt bei ihm echt ein bisschen überrascht. Muss ich zugeben. Gut, dann darf Scrappy nochmal. Was nehmen wir denn da? Ach, es ist doch eigentlich egal, was wir nehmen, ganz ernsthaft. Eigentlich ist es echt egal, was wir nehmen. Da haben wir nicht mal irgendwelche Zauber. Finde ich auch lustig. Er konnte zwar zwei weiße Magien lernen, aber eben keine ultimativen. Ziemlich, ziemlich interessante Sache. Aber naja, rufen wir erstmal unseren Flammengeist. Mal schauen, was der denn da so anrichtet. Wird wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden machen. Nee. Aber zumindest genug, damit er ein Level abkriegt. Also ich hoffe mal, dass wir noch so auf die Level 80 kommen, bis wir dahin kommen, wo ich hin möchte. So, und bevor jetzt hier irgendwas stirbt. Jetzt sieht man nämlich, Luke muss sich noch nicht mal mehr bewegen, um da einfach mal mit dem Bogen rüber zu schießen. So, er wird zwar, wie gesagt, so gut wie keinen Schaden damit machen, aber er wird die Erfahrung dafür kriegen. Und eigentlich will ich auch nur so gerade jetzt sicherstellen, dass er genug HP hat, wobei 415 echt schon nicht schlecht ist. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Nehmen wir mal unseren Demenzzauber. Lassen wir die Gegner mal ein wenig vergessen. Auch wenn das mit Sicherheit nichts damit zu tun hat, da wir ja schon wissen, Pinke und Weiße Magie haben irgendwie vertauschte Namen. Ja, trotzdem ziemlich interessant eigentlich mit unserem Dämon da. Geht die ganze Sache hoch. Und das musste natürlich wieder einer überleben. Aber es gab noch ein Level-Up, das passt auf jeden Fall. Dann mal alle warten. Ja, vielleicht reicht es ja, dass Luke dann an ihn rankommt. Und vielleicht kann Luke ihn ja sogar töten. Gut, wir müssen einen Schritt nach vorne laufen. Wie episch gefährlich, einen Schritt nach vorne. Nur um dann überhaupt an ihn ranzukommen. 51. Wird schon ein bisschen eng werden. Ne, reicht ja sogar. Hat Luke sogar mal wieder einen Kill gemacht. Hey, zwar. Hilfe, der ist jetzt 2, 3, 4 Level in dem Kampf aufgestiegen. Himmel, hilf, war. Ist er unterlevelt? Da war das mit dem Bogen echt keine schlechte Idee. Oh Mann. Scharfschütze. Okay. Haben wir noch einen Meteorenbrecher wieder? Was ist ein Scharfschütze? Hört sich ja fast nach einem Bogen an. Da bin ich übrigens auch hintergekommen, was diese Punkt, 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 Fragezeichen sein soll.
Und zwar, es ist nur eine Theorie, es ist nicht wirklich nachgewiesen. Wenn es jemand wirklich zu 100% weiß, was es ist, kann das gerne unten in die Comments schreiben. Macht er mich auch schlauer mit. Meine Theorie ist, sofern wir einen Gegenstand haben, von dem wir nicht mehr tragen dürfen, dass das dann angezeigt wird, dass das quasi so das Symbol ist für den Überstand, wenn man das mal so sagen möchte. Im Scharfschützen nehme ich sogar den Bogen. Sprich, eigentlich ist es schwierig, weil vielleicht hier irgendwie von den Ausrüstungsgegenständen oder sonst irgendwie was, dass wir davon noch nicht mehr tragen dürfen, was dann da trotzdem drin liegt oder sonst irgendwie was in der Richtung. Das ist meine Theorie. Ob die jetzt stimmt oder nicht, lassen wir mal komplett dahingestellt. Wenn es jemand besser weiß, dürft ihr mich gerne aufklären. Haben wir schon wieder unsere komischen Rüstungen. Allerdings diesmal in einer ähnlichen Farbe wie unser lieber DJKR ist. Das macht mir jetzt dann doch schon ein bisschen Gedanken. 84! General. Okay. 255 Hit. Magic Defense gut. Halleluja. So langsam müssen wir jetzt aber echt die größten Kanonaden auspacken hier. Himmel, hilf. Das ist nicht lustig. Gut, erstmal einen Schritt nach vorne für Luke und dann darf er erstmal angreifen. 84. Ich habe noch nicht einen einzigen 80er überhaupt. So, das dürfte ihn auf jeden Fall... Ja, das ist... Ich überlege alleine dieser normale Schuss zwei Level-Ups. Mindestens. Ich weiß jetzt nicht, wie viele EP er noch überstehend hatte. Aber jetzt müssen wir echt die härtesten Magien hier auspacken. Da geht jetzt echt kein Weg mehr dran vorbei. Das heißt, hier kommt der Zerstörer. Weil die Jungs haben jetzt echt schon gute Magieverteidigung und noch gute HP obendrauf. Da will ich jetzt nicht wirklich riskieren, dass wir irgendwie jetzt mehrere davon am Leben haben am Ende. Wer weiß, vielleicht kriegen wir wenigstens noch eine schöne Rüstung. Entweder für Luke, ja, das war noch wieder das Level-Up, sehr schön. Entweder eine schöne Rüstung mal für Luke oder für eins unserer Puppets. Das ist auch was, wo ich nie wirklich durchgeblickt habe. Wenn man sich im Internet mal schlau machen möchte über die einzelnen Zauber und so, über die einzelnen Begleiter, sag ich jetzt mal, dann fällt auf jeden Fall sehr, sehr stark auf. Einige nennen sie Puppets. Dann gibt es wieder andere, die nennen sie Puppets. Also nicht so, wie man es richtig schreibt mit P-U, sondern mit P-A für Puppets. Und dann gibt es noch wieder Leute, die nennen sie Muppets, also M-A. Ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, was richtig ist. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der es weiß. Kann das gerne schreiben. Was jetzt wirklich die absolut korrekte Bezeichnung ist. Wie gesagt, ich bin überfragt. Jetzt kriegen unsere Jungs selber Erfahrung. So, du wartest mal. Oh, mal gucken. 78, 77, 75. Aber sie wird jetzt auf jeden Fall einen guten Schwung Erfahrung kriegen, das steht fest. Denn jetzt kommen nochmal die Meteore. Zwar nur als Original-Meteor-Kai und dadurch einen kleinen Tick schwächer, aber insgesamt dürfte sie trotzdem mehr Schaden damit machen, denn sie hat ja das wesentlich höhere Magieangriffsattribut. Weiter mit eines der höchsten hier sogar. Und? Und? Jetzt hat da ganz hinten einer überlebt. Ja, habe ich das richtig gesehen? Hat er echt ganz hinten ein einziger jetzt überlebt wieder? Tatsache. Oh Mann. Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, Luke kommt wahrscheinlich gar nicht so weit, dass er in Angriffsreichweite, oder? Könnte das reichen, dass er in Angriffsreichweite ist? Gerade so. Hammerhart. 24. Hoffen wir, dass es reicht. Jo, sehr schön. Kriegt Luke nämlich nochmal wieder dick Erfahrung oben drauf. Mann, ist der am Nachziehen jetzt. Also ein Bogen ist echt zum Leveln vom Hauptcharakter noch am besten, sofern man ihn nicht gerade als richtigen spielbaren Damage-Dealer sieht. Wobei mittlerweile kann er eigentlich mithalten,
wenn ich jetzt mal überlege, Luxusrüstung. Gut, dass ich die ganze Kohle dafür nicht ausgegeben habe. Langhorn. Vielleicht können wir die Luxusrüstung dann ja auch für denselben Preis verkaufen. Das wäre natürlich richtig, richtig schön, weil dann hätten wir nämlich richtig gut Kohle an der Kante. Dann bräuchten wir uns wahrscheinlich über Geld keine Sorgen mehr in diesem Spiel machen. Aber wie gesagt, wofür ist diese Bonus-XP? Naja, wollen wir mal schauen. 9. Stock. Ich weiß, dieses Ding hat 10 Stockwerke. Ich meine aber, im 9. kommt schon der erste größere Kampf. Deswegen machen wir hier schon mal einen kleinen Schnitt und sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo wir dann den 9. Stock betreten. Bis dahin, alles Gute und tschö, tschö.